Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute freue ich mich über Christian Springer. Willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Hier im Biergarten von Hofbräu. Wunderschöne Atmosphäre, muss man wirklich sagen. Sie haben ein Buch geschrieben, das da heißt, die Antwort auf Söders Kreuz ist 240 Jahre alt. Das freut natürlich alle, die das Thema Kreuz wichtig finden. Das Thema Kreuz ist so in den letzten Wochen ja sehr aktuell gewesen. Nur die Meinung, wie es benutzt werden sollte, gehen da diametral auseinander. In wenigen Sätzen, was hat Sie zu diesem Buch motiviert? Also zum einen war es der Beginn des bayerischen Landtagswahlkampfes. Das war sozusagen vom Ministerpräsidenten so die erste große Aktion. Und dann kamen die Reiterstaffel und dieses und jenes. Also da folgte noch vieles. Und das Spannende für mich ist, dass ganz viele Menschen gegen die staatliche Verordnung sind, ein Kreuz aufzuhängen in den Behörden. Und weil man immer meint, dann gegen den Ministerpräsidenten oder gegen die CSU, das sind die Kabarettisten und die Linken, haben sich bei dem Thema Leute versammelt, die eigentlich nie unter einem Schirm sind. Konservative Katholiken, der Erzbischof, die Kabarettisten, Linke und so weiter. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Gab es auf dieses Buch eine Reaktion aus der Staatskanzlei? Bislang noch nicht. Wäre ja ganz interessant. Ich habe mir mal von dem Markus Söder so ein paar Zitate aufgeschrieben, über die wir uns unterhalten können. Weil wenn wir jetzt nur dieses Buch kritisieren, dann fehlt ja sozusagen die andere Seite. Das Gegenstück, und genau. Das Gegenstück fehlt und dieses Gegenstück habe ich eben hier. Jetzt bin ich gespannt. Jawohl. Also Söder sagt zum Beispiel, das Kreuz ist das grundlegende Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung. Es verstößt nicht gegen das Neutralitätsgebot. Können Sie damit leben? Nein, also natürlich verstößt gegen das Neutralitätsgebot. Denn wenn der Ministerpräsident sagt, ein Kreuz muss hängen und alles andere nicht, dann ist das nicht neutral. Da könnten sich Juristen streiten. Warum wird nicht juristisch eingegriffen? Weil es von der Aktion her, von dem, was er getan hat, gar nicht so wichtig ist. Es ist nämlich, er nennt das Kreuzerlass. Die Medien haben es Kreuzerlass genannt. Das ist so ein bisschen wie im 16. Jahrhundert, das ist so ein bisschen absolutistisch. Da sitzt der Fürst und der erlässt jetzt einen Kreuzerlass. Ja. Letztlich ist es die Änderung der allgemeinen Geschäftsordnung für bayerische Behörden. Es ist ein Minischiss eigentlich, ja, über das man sich wahrlich jetzt streiten kann. Aber in Behörden, in die TU, in die Technische Universität, da gehört kein Kreuz rein, da gehören Wissenschaftler rein. Und wenn man den Vatikan sieht, man hat sofort beim Vatikan von Bernini diese wunderbare Fassade ja im Blick. Schaut man hinter dem Petersdom, ist die Päpstliche Akademie der Wissenschaften da. Und natürlich ist da auch ein Kreuz drauf, aber da sind Juden drin, da sind Muslime drin, da sind Evangelische drin, was man gar nicht vermutet eigentlich, so nah am Petersdom. Das heißt, wir müssen in unserer Zeit viel mehr neutral sein und die Religion da lassen, wo sie hingehört, ganz tief im Herzen. Ich bin nämlich einer der wenigen und letzten bayerischen Kabarettisten, die noch katholisch sind, bei aller Kritik an der katholischen Kirche. Deswegen regt mich's auf. Viel wird argumentiert, dass eben wir hier in Deutschland uns so ein bisschen schwer tun mit diesem Kreuz, wenn wir es irgendwo öffentlich aufhängen. Aber wenn wir in die Türkei kommen oder in andere Gegenden, da wird das Kreuz überhaupt nicht aufgehängt, beziehungsweise da werden Christen verfolgt und Kirchen nicht erlaubt, gebaut zu werden. Ist das für Sie ein Argument, weswegen man da vielleicht gegenhalten sollte? Also, gerade die CSU ist diejenige Partei, die arabische und muslimische Länder immer anmahnt, hey,
Religion, der Islam, hat bitte nichts in der Politik verloren. Jetzt kommen die hierher und sagen, ja, aber wir sind schon katholisch, wir hängen schon ein Kreuz auf. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann vergisst man sehr oft, dass es in der Türkei staatlich verordnet viele christliche Feiertage gibt. In Ägypten, wo man es überhaupt nicht vermutet, gibt es zwei christliche Feiertage, die von Staats wegen eingehalten werden. Bei uns ist die CSU aber dagegen, einen muslimischen Feiertag einzuführen. Und man muss einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, was wirklich da draußen los ist. Natürlich gibt es Angriffe auf Christen, aber natürlich genauso viele auf Moslems. Also der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, der fehlt mir manchmal. Mhm. Sie haben jetzt hier diese 240 Jahre formuliert, das Thema Kreuz. Wie sind Sie auf diese 240 Jahre gekommen? Also das ist wirklich eine, das ist alles nicht in einem halben Satz erzählt, aber es ist so eine spannende Geschichte. Es gab den Ludwig den Ersten, den kennt man in München, dann den Kini, Ludwig den Zweiten. Und vor dieser Zeit gab es die Kurfürsten und da gab es eine, das war der Max der Dritte Josef. Der war nach der Zeit des 30-jährigen Krieges, all dieses des 7-jährigen Krieges, von zwei Wittelsbachern der einzige, der keine Kriege geführt hat. Das war ein wahnsinnig friedliebender Monarch. Das war der letzte originale Wittelsbacher. Der ist aber komplett in Vergessenheit geraten. Und der hat tolle Sachen gemacht. Der hat die bayerischen Staatsschulden halbiert. Der hat etwas gemacht, worauf wir heute sehr stolz sind. Der hat das Standesamt eingeführt. Der hat gesagt, hey, wenn ihr euch liebt, und sie ist evangelisch und ja katholisch, ja, dann könnt ihr heiraten. Das macht dann der Staat. Das hat er als erster gemacht, diese Ehen aufgelöst, nur zwischen Evangelischen und Evangelischen, zwischen Katholischen. Und er hat gesagt, nein, das ist Staatssache. Und er hat die Bildung raus aus den Klöstern, aus den Kirchen gesagt, ABC lernen und 1 plus 1 lernen, das ist Staatssache. Ganz toll, das war die Aufklärung. Und daher kommt auch diese Schrift. Es gibt eine Schrift von Andreas Zaubser, ein Münchner, ein ehemaliger Jesuit, der gesagt hat, trennt Religion und Kirche, und der eine Schrift geschrieben hat über den falschen Religionseifer. Und ich habe diese Überschrift gesehen und gesagt, das, was Söder macht, das ist Religionseifer und es ist ein falscher Religionseifer. Und diese Schrift gegen ihn gibt es bereits. Und dann habe ich geschrieben, liebe Bischöfe, liebe Kabarettisten, regt euch nicht mehr auf. Die Antwort auf den Söder gibt es schon, die ist schon 240 Jahre alt. Darauf würde Ihnen jetzt Herr Söder antworten. Das Kreuz ist das grundlegende Symbol der kulturellen Identität, christlichen abendländische Prägung. Es verstößt nicht, das hatten wir schon. Jetzt sagt er noch mal, ich finde es sehr, sehr schade, wenn wir darüber jetzt einen Streit führen, sagt Herr Söder. Und manchmal wundere ich mich sogar, dass dies aus kirchlichen Kreisen kommt, so wie Sie es auch eben schon angesprochen haben. Denn da wäre mir ehrlich lieber, man würde sich zum eigenen Kreuz bekennen, anstatt es kritisch zu hinterfragen. Ja, das ist natürlich alles Quatsch, was er sagt. Das ist Propaganda. Also, jeder kennt noch, was so lachen über diese Geschichte, man kennt noch, wie Söder dasteht mit diesem Kreuz. Was ist das für ein Kreuz? Söder ist evangelisch, nichts gegen evangelisch, alles klar. Dieses Kreuz ist aus Stoibers Schublade. Das ist ein Kreuz, das hat der Stoiber mal geschenkt gekriegt. Und er ist ja wirklich urkatholisch, heute noch. Und bei dem lag es in der Schublade, 16 Jahre. Jetzt kommt der Söder daher und sagt, irgendwas brauche ich für den Wahlkampf. Oh, das nehme ich jetzt und mache einen Kreuzerlass. Also da sieht man schon, es geht gar nicht darum, christlich-abendländische Werte oder so wieder hochzuhalten. Und man muss eines sagen, in Bayern nur noch jeder Zweite glaubt an irgendetwas. Das heißt, wir haben 50% der Bevölkerung sowieso, ja, die graben die Oma vielleicht noch katholisch ein, weil sie einen Pfarrer kennt hat. Aber ansonsten, wir haben 3 Millionen Menschen in Bayern, die weder evangelisch noch katholisch sind. Das heißt, die Religion ist Privatsache, ist immer mehr auf dem Rückzug. Und wir werden in Zukunft auch ein Land haben, hoffentlich, wo ein gleichwertiges, respektvolles Miteinander von allen Religionen und von Atheisten da ist. Aber dieses Verwobensein zwischen Staat und Kirche, das ist natürlich noch sehr präsent. Also man braucht ja nur die CSU zu nehmen, da ist es im Namen drin. Man braucht nur sich zu überlegen, wer sammelt die Steuern für die Kirche ein, das ist auch der Staat. Wer bezahlt den Kardinal, das ist auch
der Staat. Also es ist eine große Verquickung da, die man in Bayern, die auch in Bayern von vielen geschätzt wird. Also ist es dann nicht auch logisch, dass Kreuze aufgehängt werden sollen? Ich finde, wir blicken hier jetzt auf eine Kirche. Ja, da ist ein Kreuz oben. Ich bin in dem Stadtviertel groß geworden und ich bete auch. Aber in den Behörden ein Kreuz aufzuhängen, also was hat ein Kreuz im TÜV zu tun? Bringt uns das wirklich in unsere Religiosität weiter? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass wir einen Erlass des Ministerpräsidenten brauchen. Und diese viel zitierte christlich-abendländische Kultur, wenn wir nur die hätten, dann gäbe es uns nicht. Dann hätten wir keine Kamera, wir hätten keinen Ton. Sie wären tot mit ihrer Familie, ich, uns gäbe es nicht. Weil die Kirche hat zum Beispiel verboten, Leichen aufzuschneiden und zu schauen, aha, wo ist das Herz, wo ist die Leber, wenn es jemand wehtut. Das war alles die Aufklärung. Die hat gesagt, wir müssen wissenschaftlich arbeiten. Die Erfindung des Penicillins, dass wir überhaupt überleben können, wenn wir vereiterte Zähne haben oder bei Schwangerschaften. Das war alles nicht die Kirche, das war alles die Wissenschaft. Die Kirche hatte das immer unter Boden gehalten. Die Kirche wusste ganz genau, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht. Sie hat bloß dem Galileo gesagt, erzählen tust du das nicht. Wissen Thomas, aber wir halten das weg. Und das ist natürlich eine Geschichte, wovon speziell die CSU und die Politiker keine Ahnung haben. Dass wir eigentlich, dass wir einen Kühlschrank haben, eine Waschmaschine, das ist alles Aufklärung, das ist alles Wissenschaft. Und die lassen die immer weg. Die sagen nie, wir haben eine Tradition der Aufklärung, sondern immer christlich-abendländisch. Und das ist viel zu wenig. Für die Welt, in der wir leben, war das kirchlich Unabhängige unfassbar wichtig. Und meines Erachtens wird Religion nur benutzt, nicht weil es aus dem Herzen kommt. Und das ist das, warum ich da dagegen bin. Haben Sie denn eine Reaktion schon von den Kirchen gehört? Also sowohl von den Katholiken wie auch von den Protestanten? Schauen Sie, ich war dann, da gibt es in einem anderen Sender einen Sonntagsstammtisch. Und da saß ich mit Erwin Huber, dem niederbayerischen CSUler. Und ich weiß, er war gegen diesen Kreuzerlass vom Söder. Sitzt aber bei mir im Fernsehen und sagt, nein, wir brauchen das Kreuz, das ist christlich abendländisch, geht wieder raus, ist wieder gegen diesen Kreuzerlass. So ist halt Politik in Wahlkampfzeiten. Und aus Kirchenkreisen habe ich natürlich immensen Rückhalt, weil die sagen, um Gottes Willen, lass doch nicht einen Ministerpräsidenten so die Religion benutzen. Ja, ich überlege es. Also diese Enttäuschung von Söder, also hier zum Beispiel die Dorothee Beer, das ist ja die stellvertretende CSU-Vorsitzende, die Aussage von Kardinal Marx verwundert sehr. Vor 3 Jahren plädierte er noch öffentlich für den Verbleib der Kreuze in Schulen und Gerichtssälen. Niemand könne leugnen, dass unsere heimatliche christliche jüdische Heimat geprägt ist. Also in den Schulen war das Kreuz natürlich auch immer präsent in Bayern. Ja, aber man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen. Ja? Es gibt Klassen, in denen überhaupt niemand mehr irgendetwas. Es gibt ja sogar auch Katholiken, die sagen, nein, das Kreuz muss unbedingt sein. Und wenn du dann fragst, ja wann, was ist denn am Karfreitag überhaupt, was feiern, oder was feiern wir an Ostern? Ja, da wird das Osternest gesucht. Also wo Leute auch, wenn es um Religion geht, geht es ein bisschen um etwas anderes als um symbolische Handlungen. Ja. Aber ich finde positiv daran, dass wir wieder darüber diskutieren. Weil man ist ja schon Spiritualität und Glauben, das hat man ja am IKEA überlassen. Da gehen ja die Leute rein und kaufen Butterfiguren und sagen, wow, den stelle ich jetzt am Balkon oder ins Badezimmer, wo wirkt er besser? Und die Leute sagen, ah, Mensch, wo sind die Wasseradern und male ich jetzt mein Schlafzimmer in grün an oder in rot? Nein, rot ist zu aufregend und so. Also die Leute haben ja und sehnen sich nach so etwas, ja. Aber da ist tatsächlich das Christentum sehr, sehr zurückgedrängt, sondern man macht das alles indisch und ayurvedisch und so. Das finde ich wahnsinnig schade. Also wenn man das so sich erstmal von außen anguckt und dann hört, dass Sie also einer der wenigen noch sind, die sozusagen als Kabarettisten noch einer Religionsgemeinschaft angehören. Ich bete auch. Was bringt Ihnen denn der Katholizismus? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Die ist auch natürlich sehr intim und ich überlege mir jetzt schon, was erzähle ich wirklich alles. Aber ja, ich glaube, es ist Heimat.
Ja. Weil ich zum Beispiel bei allem Hadern mit einer Politik von Päpsten und so weiter, aber ich wüsste ja gar nicht wohin. Dann trete ich aus, dann glaube ich also an gar nichts mehr. Aber ich glaube ja schon irgendwie an Gott. Also an gar nichts glauben ist für mich gar nichts. Soll ich dann evangelisch werden, hinduistisch? Also ich wüsste gar nicht, wohin. Und es ist ja nirgends super toll. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich glaube, aber das Personal vom lieben Gott gefällt mir nicht. Und deshalb bin ich in keiner dieser Glaubensgemeinschaften. Das ist ein bisschen wie beim Fußballverein. Ich bin ein 60er. Ja. Ich glaube an die Löwen, aber das Personal ist eine Katastrophe. Die Liga, in der wir spielen, ist eine Katastrophe. Aber ich bin ein Löwe. Ja. Interessanter Vergleich. Ja. Interessanter Vergleich. Aber ja, sind Sie denn der Meinung, dass die Kirche sich da noch stärker hätte äußern müssen zu dieser ganzen Thematik, also noch klarer der CSU, Markus Söder sagen müssen, das geht nicht? Oder reicht Ihnen das, was Bedford Strom und Kardinal Marx da jetzt gesagt haben? Also man muss schon sagen, es haben ja die Sie haben beide Namen jetzt genannt, das sind diese obersten Kirchenfürsten, die wir hier haben. Mhm. Und die äußern sich gegen diesen Kreuzerlass. Das ist schon ein Donner, ja, das ist schon eine Mordswatschen für den Staat. Und ich glaube, ich habe das Buch auch geschrieben, als Beginn dieses Wahlkampfes, über den sich jetzt so viele Leute aufregen, erinnern Sie sich an diesen Streit von Seehofer und Söder, wo sie sagen, hey, haben wir keine anderen Probleme in diesem Land? Also es ist der Beginn eines Streits gewesen und ich glaube, es gibt ja, glaube ich, auch einen Brief von 50 Priestern und so weiter. Also da haben sich schon sehr, sehr, oder der Bund der katholischen Jugend, ich kann es jetzt gar nicht alle aufzählen. Also das war schon eine massive Breitseite. Ich habe hier auch ein Zitat, vielleicht verstehen Sie das, ich habe das nicht verstanden. Und zwar von Ex-Minister Ludwig Spaenle. Der sagt nämlich, der bayerische Ministerpräsident steht mit seinem Verstoß auf dem, mit seinem Vorstoß, Entschuldigung. Der bayerische Ministerpräsident, der bayerische Ministerpräsident steht mit seinem Vorstoß auf dem Boden der bayerischen Verfassung. Natürlich ist das Kreuz ein religiöses Symbol. Aber im Symbol des Kreuzes bündelt sich auch die Grundidee eines säkulären Staates. In dem Kreuz bündelt sich die Idee eines säkulären Staates. Also entweder sind wir säkulär oder im Glauben ans Kreuz. Aber dass sich im Kreuz der säkuläre Staat manifestiert. Es ist schon Geschwurble einfach. Es ist halt Gerede und da sieht man halt, wie sie nicht mehr wissen, wie man es verkaufen kann an die Leute. Und ich glaube, man hat nicht mit dieser Breitseite gerechnet. Also man sieht es ja an Frankreich, die traditionell Kirche und Staat trennen wie noch mal was, seit der Französischen Revolution. Und wo die Religion ja jetzt nicht, wo ja keine Atheisten leben in Frankreich. Also man weiß ja, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, dass eine Geschäftsordnungsänderung für die Behörden, ein Kreuz aufzuhängen, ach Gott, der Chef der TU hat gesagt, wir haben 400 Gebäude. Und natürlich werden wir unserem Behördenchef, das ist nämlich der bayerische Ministerpräsident, da Folge leisten und es aufhängen. Mhm. So, und was passiert? Er sagt, wir werden es im repräsentativen Gebäude aufhängen, im Eingangsbereich, symbolisch für unseren anderen 400 Gebäude. Mhm. So geht man in Bayern dann damit um. Das finde ich wundervoll eigentlich. Und man sieht ja auch von Söder und von Seiten der CSU, es wird nicht mehr verteidigt. Sondern es ist, man hat schon den Gegenwind gemerkt und jetzt geht man wieder woanders hin. Und das ist aber, wenn man die Religion benutzt, tatsächlich, also wenn es sowas wie Blasphemie gibt, dann ist es das. Dann ist es genau das. Und da gibt es natürlich eine Bombe, die ich in diesem Buch platzen lasse. Denn die CSU benutzt ja nicht nur das Christentum mit dem Kreuzsymbol, sondern genauso den Islam. Und zwar war das 1973 die Errichtung der Münchner Moschee
damals noch neben der Müllhalde draußen in Freimann, von Alfons Goppel eröffnet. Und alle Welt, und so hat man es verkauft, hat gedacht, mei, ist das süß, jetzt dürfen unsere muslimischen Mitbürger auch wo beten. Jetzt haben wir denen einen Platz geschaffen. Es hat jahrelang gedauert, weil man es nicht finanzieren konnte. Der Gaddafi, der Diktator aus Libyen, der hat dann die letzten 16 Millionen zugeschossen. Und wissen Sie, was es in Wahrheit war? Diese Moschee da draußen wurde errichtet von einem Imam, der hat in einer SS-Waffendivision gedient. Und diese Moschee wurde errichtet aus politischen Gründen, vom BND und vom CIA. Und ich erzähle hier keine Verschwörungstheorie, sondern es war gedacht als Kampf gegen im Kalten Krieg, gegen den Kommunismus und gegen die Sowjetunion. Und aus diesem Moscheebereich wurden ein Mitspieler beim Anschlag vom 11. September verhaftet. Da ist jemand jetzt aus diesem Münchner Moscheebereich, sitzt für 30 Jahre in Amerika im Gefängnis. Die CSU hat den politischen Islam hier in Europa errichtet. Das war die wichtigste Moschee des politischen Islam in Europa in München. Also Herr Springer, das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Bestätigen kann ich das natürlich nicht. Macht ja nichts. Und das muss dann noch mal einer nachrecherchieren, genau, ob das wirklich so gewesen ist. Ob so eine gewagte These. Wenn ja, ist es unfassbar. Ja. Es ist eigentlich das Gleiche, was die Amerikaner in Afghanistan gemacht haben. Afghanistan war von den Russen besetzt und sie haben die Taliban hochgerüstet, damit auch Osama Bin Laden, einfach um gegen die Sowjete, um gegen die Russen, um gegen den Kommunismus zu sein. Und es war jedes Mittel recht. Das war am Anfang mit Sicherheit der Fall. Ja. Dass die dann mal laufen gelernt haben und ihre eigenen Ideen hatten, das ist immer so in der Weltgeschichte, aber man macht da die Augen zu. Und genauso war es in München. Und diese Geschichte muss noch geschrieben werden. Sie ist schon mal geschrieben und man weiß Teile davon. Sonst hätte ich es nicht in meinem Buch natürlich geschrieben. Aber da muss noch gearbeitet werden. Ja, ich unterhalte mich mit Christian Springer über sein Buch Die Antwort auf Söders Kreuz, ist 240 Jahre alt. Und in diesem Buch erwähnen Sie, Herr Springer, Andreas Zaubser. Und jetzt wollen Sie dem sogar eine Straße widmen. Ja, der war super. Das war ein Münchner Aufklärer, ein richtiges Münchner Kindl. Der ist ausgebildet worden im Kloster, ist aber dann raus, ist dann Jurist geworden, hat wirklich einen Weitblick gehabt, hat tolle Sachen geschrieben und musste dann als dieser bayerische Kurfürst, der so weltoffen war, Max III. Josef, und dann kam sein Nachfolger aus einer anderen Wittelsbacher Linie, der hat gesagt, nein, das machen wir alles wieder rückgängig, wir machen es jetzt in Bayern wieder so, wie es schon immer war. Und alle Sachen, die im Aufbruch waren, wurden dann wieder zunichte gemacht. Und Andreas Zaubser musste dann mit drei Fingern auf dem Johannesevangelium schwören, dass er nie mehr solche Dinge schreibt. Mhm. Und hat dann aber natürlich weitergeschrieben. Und was hat er gemacht? Er hat das erste bayerische Lexikon rausgebracht. Das Urlexikon der bayerischen Sprache. Und daran hat sich dann, glaube ich, ein weiterer orientiert, der dann drei oder vier Bände daraus geschrieben hat. Gell? Der Schmeller, ja, genau. Sehr gut. Und deswegen habe ich gesagt, wie sind Sie auf den gekommen? Ich bin ein Urmünchner und interessiere mich für Münchner Geschichte sehr. Und ein anderes Münchner Kindl hat mir das Vorwort geschrieben, der Pfarrer Rainer Schissler. Und ich habe studiert in München Semitistik, Philologie des christlichen Orients, also Dinge, wo man schon Schwierigkeiten hat bei der Aussprache, geschweige denn, dass man weiß, was es ist, und bayerische Literaturgeschichte. Und da ist er Ihnen untergekommen. Und da ist er mal untergekommen, ja. Und er hängt über meinem Schreibtisch. Mhm. Über meinem Schreibtisch, da hängen, weil man immer meint, der Springer hat so viel mit dem Orient zu tun und so, und da hängen Wüstenbilder oder Kamele. Nein, da hängen drei so kleine Kupferstiche mit Köpfen von Münchnern und da ist er dabei. Der Pfarrer Schissler ist natürlich auch einer, den man hier in München kennt, der von seiner Kirche auch hin und wieder kritisch gesehen wird, weil er sich kritisch auch der Kirche gegenüber hin und wieder äußert. Als Sie zu ihm gegangen sind und gesagt haben, ich schreibe hier ein Buch über das Kreuz, war er sehr schnell zu gewinnen, dass er da ein Vorwort schreiben soll? Oder wie haben Sie ihn dazu gekriegt? Sofort. Also es war auch wie aus der Pistole geschossen. Er sagte, du, ich schreibe gerade eine Geschichte über Söders Kreuzerlass. Magst du mir ein Vorwort schreiben? Ja, sofort.
Und dann war es auch sofort da. Also es hat 2 Tage gedauert. Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Wir sind befreundet. Ich bin gern in seiner Kirche. Wir haben ja erst jetzt vor ein paar Wochen die Zahlen der Kirchenaustritte wieder durch die Medien geistern gehört. Das sind viele aus der katholischen Kirche. Beim Pfarrer Rainer Schissler treten sie ein. Ja, das macht ja seine Stärke aus. Und deshalb kann er sich auch kritisch äußern, weil das ist ja einer, der bei der Bevölkerung sehr beliebt ist. Genau. Ja. Aber er macht auch Dinge, die ich so, ach mein toll, das ist so ein blöder Ausdruck, die ich vom Herzen her so toll finde. Mhm. Was ganz viele machen, eine Fahrzeugsegnung. Und dann denkt man, da geht der Pfarrer raus aus der Kirche in seinem Talar und dann segnet er die Fahrzeuge. Und der Schissler sagt, ja, aber wer ist denn der Gefährdetste im Straßenverkehr eigentlich? Das sind die Kleinen, das sind die Kinder. Und dann gehst du bei der Fahrzeugsegnung in die Kirche rein und dann stehen da hunderte von Kindern vorne um den Altar mit dem Dreirad, mit dem Laufradl, mit dem Bobbycar und sagt, eure Fahrzeuge segne ich, weil ihr braucht den Schutzengel, ganz, ganz dringend. Und das finde ich, diese Idee und das ernsthaft zu machen, das finde ich so toll. Einfach ein bisschen weitergedacht, die ja, Idee. So. Ja. Wenn Sie so auftreten vor Publikum, dann hauen Sie da auch so eine Energie raus, wo ich mich manchmal frage, wie macht er das? Ich habe mir jetzt mal so Ihren Tourenplan angeguckt. Wenn ich mir vorstelle, dass Sie das so tagelang hintereinander raushauen, wie geht es Ihnen da so physisch? Ich bin müde. Also ich bin müde, aber müde im Sinne von schlafmüde, aber ich bin nicht ausgesaugt. Also ich habe dann manchmal bloß 4 Stunden Schlaf und denke mir, mei, jetzt musst du an deinem neuen Buch, ich habe natürlich schon längst ein neues Buch wieder im Kopf, ja. Oh, jetzt wie fängst du an, wie können das erste Kapitel sein? Ich glaube auch von meinen beiden Eltern, einfach geerbt im Blut irgendwie eine unglaubliche Arbeitsenergie. Auf der anderen Seite, weil es auch Spaß macht wahrscheinlich. Es macht wahnsinnig viel Spaß, auch dass wir jetzt über das Buch reden, das ist toll. Auch, dass ich wieder Rückfragen kriege und sage, denk doch noch mal drüber nach, das ist super. Und natürlich die Rückmeldungen von meinem Kabarettpublikum, die sind manchmal wahnsinnig lustig. Im Vorgespräch habe ich es ja erzählt. Also ich stehe in der Pause und danach in meinem Publikum. Ich mache mir keine Pause, auch danach nicht. Also für mich wird der Abend richtig lang, weil ich das will. Und weil ich das auch schön finde. Auf die Reaktion vom Publikum. Genau. Und dann kommen die Leute raus und Autogramm gebe ich so nebenher oder auch gar nicht. So, und da gibt es 2 Reaktionen. Als Künstler wünscht man sich, dass die Leute kommen und sagen, mein Gott, Herr Springer, ein tolles Programm. Ach Gott. Die ersten beiden Reaktionen sind ganz andere. Die erste ist immer, also Herr Springer, wie Sie das machen, ich habe gedacht, Sie kriegen einen Herzinfarkt. Ja, ja, dem kann ich mich anschließen. Das ist immer eine medizinische Frage. Um Gottes Willen, Sie haben doch einen Bluthochdruck. Sie haben so einen roten Kopf auf. Und Ihre Ohren sind so, um Gottes Willen, wir haben uns Sorgen gemacht. Sag ich, lasst euch doch unterhalten. Normal, ich habe keine Sorgen um mich. Ich werde schon überleben. Und die zweite ist immer, also Herr Springer, dass Sie so groß sind. Man denkt immer, nein, ich möchte doch hören, wie toll diese Nummer war oder jene. Also Sie sind ja groß, das habe ich mir nicht gedacht. Ja. Aber es ist nett. Es ist total nett, weil es menschelt. Wie groß sind Sie? 1,90. 1,90, okay. Und würden Sie sich jetzt als politischer Kabarettist eigentlich sehen? Oder weil man ja gerne so ja, eine Schublade oder auf jeden Fall so eine Richtung gerne mal wüsste? Ja, wir haben natürlich, speziell bei uns in meiner Kunstrichtung mit dem Kabarett und der Comedy, teilt man in Deutschland immer gerne ein, wie U- und E-Musik. Und so halte ich mich schon für einen politischen Kabarettisten. Aber wer zu mir ins Programm kommt, der muss jetzt nicht wissen, wie der Staatssekretär im Innenministerium heißt. Ja. Darum geht es nicht. Sondern es geht eher darum, und das merken die Leute, dass Politik, die Gesetze, jetzt stehen wir in der Nähe vom Maximilianeum, was da drin entschieden wird, das wirkt sich aus auf die Leute. Das merken die. Das Ringen um eine Mietpreisbremse, die dann irgendwann doch durchgesetzt wird, aber trotzdem nicht wirkt, weil die Mieten gleich teuer bleiben oder noch steigen, wie in München. Also Menschen merken, dass Politik nichts ist, wo man sagen kann, ah ja, ich interessiere mich für Fußball und die für Politik. Politik ist der Alltag. Und insofern mache ich auch viele Alltagsgeschichten, die aber trotzdem politisch sind. Mhm.
Man weiß, dass Sie also sehr in Syrien engagiert sind, sich da um die Flüchtlinge kümmern und dann natürlich auch die Debatte hier in Deutschland wahrscheinlich intensivst mitverfolgen. Mhm. Sehen Sie nicht auch diesen Konflikt, dass auf der einen Seite eben viele in unserer Gesellschaft dieses Gefühl haben, also ich mache es jetzt sehr extrem, morgen sind wir alle islamisiert, und dass auf der anderen Seite die Politik eben versucht, dagegen zu steuern, gegen dieses Gefühl, dass da Leute nach Deutschland kommen, die dann irgendwann mal die Kultur hier komplett verändern. Sehen Sie diesen Konflikt in der Politik? Ja, also ich sehe auch, dass es leider sehr extremistisch geworden ist in den Diskussionen, dass man auch wieder diese Schubladen aufmacht und sagt, ihr seid Nazis. So, das war's dann. Da gibt's dann keine Diskussion mehr. Und alles, was uns jetzt noch weiterbringen kann in einer Gesellschaft, nämlich, dass man an einem Biergartentisch hockt, wo 10 Leute Platz haben, aber ich bin bloß zu zweit. Das heißt, da sitzen nur 8 Leute. Und um einen schönen Abend zu haben, muss ich reden mit den Leuten, muss ich diskutieren, muss ich auch ein bisschen für den anderen Verständnis haben, auch wenn er komplett anderer Meinung ist. Und das geht mir im Moment sehr, sehr ab, dass man auch die anderen so wegschiebt, die anderer Meinung sind. Und ich versuche das auch vorzuleben. Ich spiele seit Jahrzehnten nicht mehr für Parteien, aber der Springer geht zu den Freien Wählern zu reden und bin da auch eingeladen. Ich gehe zur SPD, ich gehe zu den Grünen und ich gehe auch zur CSU. Und was ist dann daraufhin passiert? Man hat sich kennengelernt und meinen Verein Orienthelfer unterstützt der Freistaat Bayern, letztlich mit der Unterschrift von Markus Söder, und wir sind schon so, ja, aber die unterstützen ein Projekt, das wir im Libanon haben für syrische Flüchtlinge. Und ich sage, ich mache es aus humanitären Gründen. Die sagen, wir machen es aus Fluchtursachenbekämpfung. Das sind aber nur die Überschriften. Letztendlich geht es darum, da fließt Geld, wir helfen armen Leuten und zwar zusammen. Und ich war mit Innenminister Herrmann unten, und wer mich mit dem Innenminister Herrmann schon manchmal im Fernsehen gesehen hat, da geht es schon so. Ich war mit der Beate Merk und der CSU-Ministerin, und hier wird jetzt dann wieder entschieden, ob man das Projekt weitermacht. Und das ist das, was ich an unserem Land wahnsinnig schätze, weil das noch funktioniert. Es wird so schlecht geredet, ja. Jetzt kommt diese fürchterliche AfD mit 15% und das Land zerreißt es. Noch spüre ich das nicht. Da gibt es noch einen immensen Zusammenhalt. Da gibt es noch eine große Lässigkeit von Leuten, die sagen, ja, mei. 15% AfD-Wähler, 85% wählen sie nicht. Das ist eine immense, da bricht noch keine Demokratie aus. Noch haben wir das. Aber das muss gepflegt werden. Da muss ein Reden miteinander her, da muss ein Zusammenhocken her. Manche mag man nicht, da macht man es nicht. Aber dieses Einhacken, das ist ganz, ganz schlimm. Diese Orienthilfe, die hat ja eigentlich das schon längst vorgelebt, wo jetzt viele Politiker, egal welcher Partei, sagen, wir müssen vor Ort helfen, damit die nicht alle herkommen. Ne? Irgendwie haben Sie das ja mit Ihrer Orienthilfe schon ein paar Jahre früher exerziert, als es jetzt sozusagen Common Sense ist. Also zwei Dinge dazu. Die Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, wo man gesagt hat, wow, die kriegen Kinder, mehr als wir, in 20 Jahren sind wir alle Moslems. Erstmal grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, wenn wir alle Moslems sind, wenn es dann so wurscht ist, wie wir katholisch sind. Also da passiert jetzt nichts Schreckliches. Und zum Zweiten gibt es Untersuchungen jetzt längst auch über Flüchtlinge, und man hat herausgefunden, Flüchtlinge, die aus einem muslimischen Land kommen und gelernt haben, ihr muslimischer Diktator haut ihnen Bomben auf den Kopf, die gehen gar nicht mehr in eine Moschee. Die wollen hier lieber am Fußballplatz gehen. Also die islamisieren uns nicht. Und das gedacht wird dann natürlich an Muslime, die Scharia hier mit einführen wollen. Ja? Und das ist natürlich dann absolut die mag man ein No-Go. Die mag man nicht, ja. Und ich will auch meinen Schweinsbraten weiterhin essen. Das kann mir wirklich wird jeder sehen, der mich auf der Wiesn sieht. Und das Zweite ist natürlich das, was Sie angesprochen haben mit nur einen Satz dazu, was da los war 2013, kannte hier noch niemand die Begriffe Homs, Aleppo oder Bashar al-Assad und so. Und 2013 saß ich schon hier bei Politikern und habe gesagt, weil ich in Syrien war damals noch, wenn wir ihnen kein Brot geben, dann nehmen sie es von Al-Qaida.
wissen Sie, was passiert ist? Wir haben ihnen keins gegeben. Und sie mussten es von Al-Qaida nehmen. Und aus Al-Qaida ist der Islamische Staat geworden. Und man hätte das mit etwas politischem Weitblick, gewusst hat man das ja, aber man hat gedacht, nee, es wird schon nicht so schlimm. Hätte man das verhindern die, können. Die, die es nicht von Al-Qaida genommen haben, die sind halt dann auch nach Europa gekommen, nicht? Weil sie sich irgendwo weiterleben mussten. Und da ist auch das, aber das ist natürlich eine Minderheit. Ja? Bei 13 Millionen Flüchtlingen in Syrien ist also wirklich eine Minderheit nur hierher gekommen. Ja. Es wird ja auch so viel über Sprache mittlerweile gesprochen. Und jetzt haben sich ja alle politischen Gruppierungen auferlegt, sprachlich sorgfältiger zu sein. Erleben Sie das schon? Glauben Sie, dass das wirklich passiert? Oder ist das überhaupt etwas, was Sie gestört hat? Weil sprachlich, ich sage mal, deftig draufzuhauen, was in Bayern ja auch gerne auch mal hin und wieder gesehen wird, verdeutlicht ja auch etwas. Ja, also da bin ich hin und her gerissen. Natürlich kann die intelligente Politik, und das sind keine doofen Leute, die wir in der Politik haben, die benutzt Sprache schon sehr, sehr genau. Die wissen schon genau, jetzt haue ich das Wort Asyltourismus raus und dann gibt es eine Debatte und dann stehe ich in der Zeitung, die einen werden gegen mich sein, die anderen für mich, da polarisiere ich und dann nehme ich es zurück wieder nach ein paar Tagen, so wie es der Söder gemacht hat. Auf der anderen Seite, und ich mag das Wort nicht, zum Beispiel Asyltourismus, auf der anderen Seite, wir sind so empfindlich geworden. Es ist unglaublich. Ja, wenn ich zu jemandem Paragraphenbrunter sage, natürlich ein Schimpfwort, ein deftiges bayerisches, also jemand, der nur noch nach Paragraphen lebt, aber dass dann das Gegenüber gleich hergeht und sagt, so, wie heißen Sie, wo wohnen Sie, morgen haben Sie ein Schreiben von meinem Anwalt auf dem Tisch. Das kenne ich erst seit jetzt, weil wenn man sich an Strauß und Wehner Zeiten erinnert, ohne jetzt die Vergangenheit glorifizieren zu wollen, aber man hat einfach noch mehr ausgehalten. Ja. Man sagt, ja, dann habe ich eigentlich, also man hat damals gesagt, ach, da muss ich mal jetzt auch was sagen, haben Sie nicht irgendwas, wo ich ihm antworten kann oder so. Das war der Kampf und nicht dieses. Ich glaube, dass es unglaublich verlogen wird, wenn wir alle nur auf einer gewissen Ebene, wenn wir so einen Katalog, wir zwar jetzt auch entwickeln, welche Wörter dürfen in dem Interview noch gesagt werden und welche nicht. Das fände ich furchtbar, wenn wir da landen. Man darf wirklich mal die Sau rauslassen. Wir müssen aber die Sensibilität bewahren, zu wissen, was es bedeutet. Ja, ja, aber so, also ein Wort wie Asyltourismus steht jetzt auf der No-Go-Liste. Ne? Also das ist von allen jetzt akzeptiert als etwas, was nicht geht. Die Frage ist immer, wer definiert das eigentlich, was da nicht geht? Ne? Ja, ja, das wird dann am Ende des Jahres auf diese Liste kommen, die Unwörter des Jahres. Ja. Und dann wird in der Hitparade das gewählt, was ich ja für komisch finde. Ja, wer definiert das? Das ist gar nicht festgelegt, glaube ich. Das kommt dann in den Medien. Ich mag keine Medienschelte hier betreiben. Wir brauchen Medien, wir haben tolle Medien, wir haben ganz blöde Medien. Aber ich glaube, diese Gleichzeitigkeit von vielen Dingen nebeneinander, das ist total schön, weil das gibt es nämlich in anderen Ländern nicht. Das, was ich mache an Kabarett, auch auf die Obrigkeit zu schimpfen, auch auf die Kirche, das haben andere Länder nicht. Diese Meinungsfreiheit, die wir haben, ja, dieses nicht gesperrte Internet, wo man aus China, aus Saudi-Arabien, egal ob es linke, muslimische oder ultrarechte Systeme sind, nee, jetzt sperren wir hier mal Facebook, jetzt sperren wir hier mal Google, jetzt machen wir hier das mal. Das haben wir alles nicht. Wir haben hier, ich könnte hier im Interview eigentlich alles sagen und Sie können mir dann böse sein oder es rausschneiden, aber ich werde nicht verhaftet. In diesen Interviews wird nichts rausgeschnitten. Das ist das eine, deswegen sage ich das jetzt so. Ja, ja. Aber es kommt keine Polizei. Ja. Und das ist, wir haben verlernt, das zu schätzen. Dass wir sind in einem der tollsten Länder, die es gibt auf dieser Erde. Das wird ja auch gesagt, also dass jetzt, ich sage mal, unsere Generation das vielleicht noch so ein bisschen aufgrund der Trennung der Grenze in Deutschland, Ost und West, wir haben das so ein bisschen erlebt. Und wenn man jetzt so in seinen 20ern ist, dann ist das natürlich eine ungeheure Selbstverständlichkeit, ja, dass man auch von hier bis nach Südspanien ohne Grenze durchfahren kann. Das haben wir ja noch anders erlebt, sage ich mal, wo man immer wieder seinen Pass hinlegen musste. Also deshalb also finde ich das auch gut,
dass Sie jetzt mal so das Positive rausgestrichen haben. Und das, glaube ich, sollte man über ganz Europa ziehen, ja? Auch zumindest über Westeuropa. Ich glaube, es kommt aus einem Lernprozess einer Gesellschaft, der natürlich individuell auch ein Lernprozess sein muss. Als ich in die DDR gefahren bin, das hat mich einfach interessiert. Ich war mehrfach drüben und in dieser Zonengrenze und ich mochte die DDR. Also ich habe da schon drüber diskutiert, weil man hier gesagt hat, furchtbarer Kommunismus und so. Da gab es ganz für mich als junger Mensch tolle Dinge. Nur in Hof jetzt, wo man einfach auf der Autobahn gerade ausfahren kann, da bin ich stundenlang im Zug gesessen. Und wissen Sie, was war? Sie wissen es ja schon, aber vielleicht viele Zuschauer nicht mehr. Die haben meinen Geldbeutel genommen, das Geld, das drin war, die D-Mark gezählt, auf einen Zettel aufgeschrieben. Und als ich ausgereist bin aus der DDR eine Woche später, war dieser Zettel wieder da und die haben wieder das Geld gezählt und haben genau abgecheckt, habe ich diesen Zwangsumtausch gemacht, wo ist das restliche Geld? Und Unfreiheit ohne Ende. Und das werde ich meinen Lebtag nie vergessen. Und bei meinen Eltern war es so, meine Mama, die ist jetzt über 80, die war im Luftschutzkeller im Zweiten Weltkrieg. Die haben als Kinder das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Den Verlust der Eltern, den Verlust der Heimat, des Kinderzimmers, des Elternhauses, der Schule, der Schulfreunde und so, alles, was danach kam. Saurer Regen, weil ich habe diskutiert mit denen, die Welt geht, schaut doch hin, der saure Regen. Und die haben nie gesagt, wir haben das Schlimmste. Jetzt weiß ich, die sind aufgewachsen und hatten 100.000-mal sauren Regen als 4-5-Jährige schon erlebt. Und die hatten noch eine gewisse Lässigkeit. Es lohnt sich, für diese Demokratie zu kämpfen, auf jeden Fall. Eine Frage muss ich Ihnen jetzt zum Abschluss der Sendung natürlich noch stellen, weil es gibt eine offene Stelle im Kabarettwesen hier in München. Und Sie haben Ihr Buch auf dem Nockerberg vorgestellt. Können Sie sich vorstellen, der Prediger zu werden da auf dem Nockerberg? Jetzt muss ich natürlich auch überlegen nach außen hin, was ich sage. Ich bin nicht gefragt worden. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wahrscheinlich schon jemand gefragt worden ist. Also ich komme nicht in die engere Auswahl. Und ich mache ja seit über 10 Jahren den Starkbieranstich im Löwenbräukeller, ja, wo die Stadtspitze da sitzt, aber auch das Münchner Volk. Also einfach 1000 Leute, die eine Karte gekauft haben. Und da mache ich eine Starkbierrede über München, über meine Stadt. Hier, ich kenne das alles, hier bin ich Schlitten gefahren als Dreijähriger. Den liebe ich. Und ich würde jetzt sagen, diese bayerische und Bundespolitik, die mich das ganze Jahr in meinem Kabarettprogramm begleitet, nee, Nockerberg, nein, lasst mir den Löwenbräukeller, lasst mir meine Starkbierrede über München. Die liebe ich so sehr. Also wäre jetzt eine Absage an den Nockerberg? Wenn jetzt das Telefonat käme, ich würde jetzt absagen. Deswegen. Herr Springer, vielen Dank, dass wir einmal Ihre Gedanken zu Ihrem Buch erforschen konnten. Und ich wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche Auftritte. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich immer, wenn wir uns wiedersehen. Okay, danke. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legion Akademie.